Wahre Dunkelheit kann man nur verstehen, wenn man sie selbst erlebt hat. Was uns hilft, sie zu überleben, ist das Wissen, dass es immer ein winziges bisschen Licht gibt. Grübeln und sich Sorgen machen ist der Versuch, Fragen zu beantworten, auf die es keine Antwort gibt. Glaube nicht alles, was du denkst. Nicht jedem eigenen Gedanken vertrauen zu können, kann zunächst ein Horror sein, aber auch ein Zeichen der Hoffnung in unseren schlimmsten Momenten. Die hohen Erwartungen an unser eigenes Leben sind von der modernen Welt geformt und verfälscht. Sie entsprechen nicht unserer eigenen Natur. Erfolg und Versagen sind Denkweisen der Gesellschaft. Die Natur selbst kennt sie nicht. Die gesellschaftlichen Vorstellungen der modernen Welt können verschleiern, was wir wirklich brauchen und wollen. Man kann alles ruinieren, indem man es mit etwas anderem vergleicht. Perfekt ist der Feind von gut. Beschäftigung, Unterhaltung oder Drogen können dich von deinen Sorgen ablenken, aber sie werden sie niemals heilen. Der Weg der Heilung besteht aus unzähligen kleinen, scheinbar unbedeutenden Schritten. Konflikt zu vermeiden, um den Frieden zu wahren, führt zum Krieg mit dir selbst. Wenn es den inneren Frieden kostet, ist es zu teuer. Schlaflosigkeit ist die Rache des Verstandes für all die Gedanken, die wir während des Tages sorgfältig vermieden haben. Sich selbst zu wählen, wird immer einige Menschen enttäuschen. Je eher wir dies akzeptieren und unseren Frieden damit machen, desto besser. Oft ist unsere tiefste Liebe denjenigen vorbehalten, die fehlerhaft und verletzlich sind. Wir können durch Liebe heilen, insbesondere durch Selbstliebe. Hüte dich vor der Lücke zwischen dem, wo du bist und dem, wo du sein willst. Allein der Gedanke an die Lücke vergrößert sie und am Ende fällst du in sie hinein. Veränderung ist unvermeidlich. Nur Fortschritt kennt Versagen. Je mehr man versucht, einen Gedanken zu verbieten, desto mächtiger wird er. Nur seine Anerkennung kann zur Erleichterung führen. Gedanken können uns niemals schaden, nur Handlungen. Wir haben keine Kontrolle über unsere Gedanken, aber wir können unsere Handlungen kontrollieren und unsere Gedanken beurteilen. Akzeptanz und Zeit sind ein harter, aber vielversprechender Weg zur Heilung. Gedanken der Hoffnungslosigkeit sind die grausamen Worte der Erkrankung. Man sollte niemals Gedanken trauen, die schlecht über einen selbst sprechen. Sich Sorgen zu machen, bereitet uns weder auf den Ausgang eines Ereignisses vor, noch bewahrt es uns vor ihm. In den allermeisten Fällen sind wir in der Lage, souverän zu improvisieren. Die eigenen Ziele werden manchmal bedauerlicherweise unerreichbar. Die eigenen Werte können für immer bleiben. Psychotherapie heilt uns, indem sie als zweiter Verstand fungiert, um unser ehrlichstes Selbst zu erforschen, ohne beurteilt zu werden. Man sollte nicht zulassen, dass das Leid der Vergangenheit und die Sorgen um die Zukunft die Freude der Gegenwart zunichte machen. Das Benennen negativer Gedanken hilft, kognitive Muster zu erkennen, ihre Stärke zu entkräften und zu einem positiveren Denkverhalten überzugehen. Man lebt nur einmal.